Total Toast. Like and subscribe. Thank you. Please check out our shop for the official Total Toast merch. Ich bin so müde. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan. Das beschäftigt mich alles so sehr mit Vater. Wie können die anderen nur so ruhig schlafen? Billy ist auch nicht zu Hause. Ich muss etwas unternehmen. Vielleicht, wenn ich das Handy nehme und jemanden anrufe? Was sagt ihr, Toasties? Schreibt es in den Kommentaren. Jetzt oder nie. Jetzt ist meine Chance. Los, Luise, du traust dich. Komm, Luise, du schaffst das. Aber was ist, wenn er mich erwischt? Was passiert dann? Ich habe so Angst. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wollen wir mal hoffen, dass er nicht nach Hause kommt jetzt. So, jetzt noch den Code eingeben. Was? Das ist ein iPhone 3? Wer hat bitte heutzutage noch ein iPhone 3? Er hat so viel Geld und hat ein iPhone 3. Na gut, egal. Gott sei Dank kein Passwort. So, jetzt noch die Nummer wählen. Guten Tag, Sie haben den Notruf gewählt. Was kann ich für Sie tun? Hallo, mein Name ist Luise und ich glaube, ich bin die entführte Prinzessin. Luise, was machst du da? Wie bist du an das Telefon gekommen? Wie kannst du es wagen? Ich weiß alles, was du gemacht hast. Du brauchst es gar nicht zu leugnen. Was weißt du? Gib gefälligst das Telefon her. Nachdem ich so viel für dich getan habe, so dankst du mir etwa? Was hast du denn für mich getan? Mich entführt. Und wahrscheinlich meine Geschwister auch. Wir haben dich belauscht, als du dich mit diesem dubiosen Mann in dem Wald getroffen hast. Da schaust du, gell? Also lass mich gefälligst in Ruhe. Oh nein. Sie weiß es. Es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis alles aufgedeckt wird. Ich muss ihm Bescheid geben. Na nun, wer ist das denn? Hallo, wer spricht? Guten Tag, hier ist der Notruf. Marina spricht. Es wurde von dieser Nummer vor ein paar Minuten angerufen. Was ist passiert? Die Verbindung war weg. Ach, nichts, liebe Dame. Alles ist in bester Ordnung. Meine Tochter hat sich nur einen Scherz erlaubt. Sind Sie sich da ganz sicher? Das klang nämlich ganz anders. Aber wenn das nur ein Scherz sein sollte, dann ist das strafbar. Vergessen Sie das nicht. Ja, alles in Ordnung. Das wird nicht mehr vorkommen, ich verspreche es Ihnen. Na gut, dann werde ich diesmal ein Auge zudrücken. Aber das darf nicht noch einmal vorkommen, hören Sie? Auf Wiedersehen. Oh Gott, diese Blähungen, die gehen mir so auf den Geist. Puh, nochmal Glück gehabt. Schnell das Handy wegpacken. So, ab in den Safe mit dir und schließen. Jetzt frage ich mich nur, wie sie an den Code gekommen ist. Dieses Kind macht mir und beschert mir nur Probleme. Ich muss schnell die anderen warnen, schnell. Hey Leute, wacht da endlich auf. Ihr werdet es nicht glauben. Bill hat mich auf frischer Tat erwischt, als ich das Telefon zu mir nahm. Was? Und den Notruf gewählt hatte. Ja, voll arg. Der will die warnen, sicher. Er ist nämlich vorhin abgehaut. Als ich ihn zur Rede gestellt habe, hat er alles geleugnet. Ja, und was ist dann passiert? Ist er jetzt einfach weg oder wie? Was sollen wir jetzt tun, Luise? Wir müssen etwas unternehmen. Und zwar, wir müssen zur Polizei. Wir müssen das endlich aufklären. Jemand sollte doch imstande sein, uns zu helfen. Ich denke, wir haben jetzt genug Beweise. Boah, mir ist kotzübel, wenn ich daran denke, was er... Ja, Sam, genau, das betrifft euch auch. Wer weiß, was er von wo euch er entwendet hat. Wir müssen dem auf den Grund gehen. Und die Polizei sollte endlich etwas tun. Wir müssten halt nur hin. Und denen Bescheid geben, wer wir eigentlich sind. Und die Täter werden ihre gerechte Strafe bekommen. Dafür werde ich höchstpersönlich sorgen. Kommt, gehen wir. Lasst uns keine Zeit mehr verlieren. Ja, komm, gehen wir. Oh Mann, Mitzi, immer werden wir alleine gelassen. Dieses ganze Tohuwabohu, was hier passiert. Ich weiß schon, was du meinst, aber was soll's. Ist halt so, wir sind auf uns alleine gestellt. Wir schaffen das schon. Komm, gehen wir ins Wohnzimmer zu dem Hund. Okay, komm, gehen wir. Hallo, kleiner Doggy. Was für ein süßer Hund. Ruhig, ruhig. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir befinden uns hier auf der Praterallee in Furzheim. Hier haben sich eine große Menschenmasse versammelt, um das Königspaar zu treffen. Hallo, Königin Diana und hallo, König Charlie. Hallo, liebe Leute, ich danke, dass ihr heute alle so zahlreich erschienen seid. Danke von Herzen. Eure Hoheit, wir müssen um 17 Uhr im Wasserpark sein und um 19 Uhr ist das Dinner mit Michael Jackson. Danke, Albert, mein Sohn, danke für die Erinnerung. Aber ich denke, wir schulden den Menschen das. Oh, ich bin nicht ihr Sohn. Wie oft noch? Ach, Menno. Ja, sorry, the model. Ich meine Tochter.
Eure Hochheit, Sie suchen doch Ihre Tochter schon so lange. Wir haben eine Mitschülerin, die genau auf die Beschreibung passt. Was sagst du da, Luise? Das ist seltsam. Da wurde in der Früh heute ein Notruf getätigt. Aus einem armen Viertel. Aber es hieß, es ist nur ein Scherz. Was, Albert? Davon hast du mir gar nichts erzählt. Hat der Suchtdruck nichts erreicht? Hey, kleines Fräulein, wie sagtest du, hieß deine Schulkameradin? Sie heißt Luise. Luise Weißfeld. Sie ist eine von 6 Kindern. Ja, sie ist so wunderschön. Eure Hochheit, darf ich ein Foto machen? Kommt, gehen wir. Wir müssen zur Polizei. Hoffentlich glauben die uns. Wir haben ja nicht einmal die Beweise mitgenommen. Hä, was ist denn da los? Gibt's da irgendwas gratis? Warum sind da so viele Leute? Es schaut so aus, als wären da irgendwelche hohen Tiere. So viel Security. Ja, komm, gehen wir hin. Holy moly, das sind ja die Royals. Hallo, guten Tag, mein Name ist Luise. Luise? Du bist Luise? Jetzt bin ich aber ein bisschen verdutzt. Woher kennen Sie meinen Namen, Eure Königliche Hochheit? Ich weiß es einfach, dass du meine Tochter bist. Ich habe nie die Hoffnung aufgegeben, dich zu finden. Du hast doch das Merkmal auf der Wange, wie meine Claire. Das ist nämlich dein richtiger Name. Sie ist es wirklich. Moment, Moment. Es müssen noch Tests gemacht werden. Was ist, wenn das eine Betrügerin ist? Red doch keinen Unsinn, Albert. Eine Mutter spürt das. Sie ist wirklich meine Tochter. Albert, wie kannst du es wagen, an unserem Urteilsvermögen zu zweifeln? Sie ist unsere Tochter. Mama, Papa, ich habe immer gespürt, dass etwas nicht stimmt. Ich bin so froh, euch gefunden zu haben. Oh, sie wird uns sicher vergessen. Meine Damen und Herren, Sie wurden heute Zeugen eines tollen Ereignisses. Die verlorene Prinzessin Claire wurde gefunden. Was ist passiert? Wo war sie? Das sind Fragen, die noch nicht geklärt wurden. Mehr dazu morgen im Studio. Ich verabschiede mich heute von Ihnen. Auf Wiedersehen. Mama und Papa, ich möchte euch meine Brüder vorstellen. Das ist Timo, Josh und Sam. Guten Tag, Eure Königliche Hochheit. Ich freue mich auch, euch kennenzulernen. Danke, dass ihr auf meine Claire aufgepasst habt. Das haben wir natürlich sehr gern gemacht. Aber Claire, erzähl uns mal, wo warst du eigentlich? Ich bin so traurig, ich habe so viel von deinem Leben verpasst. Das ist eine sehr lange Geschichte, die erzähle ich euch später. Es gibt nämlich etwas, was wir vorhatten zu tun, bevor wir herkamen. Ah, Mizi, Sarah, die Mädchen, die sind sicher alleine zu Hause. Ah ja, stimmt, wir müssen schnell nach Hause, wer weiß, was da passiert ist. Dann nichts wie los, auf was warten wir? Ich habe noch ein Hündchen zu rupfen mit eurem sogenannten Vater. Da bin ich mal auf eine Erklärung gespannt. Dann nichts wie los, kommt, da geht's lang. Mein Hund ist dumm, die dumme Sau. Er macht nicht Kliff, er macht nur Wau. Miau, 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 miau. Du bist doch keine Katze. Sabalotti, Karotti. Hallo, Kinder. Ist Vater immer noch nicht nach Hause gekommen? Ach, egal. Darf ich vorstellen? Das ist die Königin der Herzen, Diana und ihr Mann Charlie. Sie sind meine Eltern. Hallo, Mizi und Sarah. Freut mich, euch kennenzulernen. Hallo, liebe Kinder. Was? Das sind echt deine Eltern? Dürfen wir bitte bei euch wohnen? Bitte, bitte. Weil Vater furzt immer. Kommt Zeit, kommt Rat. Alles mit der Ruhe. Natürlich werde ich euch hier nicht alleine lassen. Mi casa es su casa, wie der Deutsche sagen würde. Ich liebe Geld. Es stinkt so gut. Und ich liebe dich, obwohl ich nie dein Gesicht gesehen habe. Aber jetzt Schluss mit den Faxen. Weißt du was von Bill? Ist er soweit? Okay, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Nein, noch nichts, aber ich werde ihm einen Besuch abstatten. Braucht ihr nicht, ich bin schon da, aber aus einem anderen Grund. Meine Tochter weiß alles. Ihr müsst verschwinden und die Beweise verstecken oder eliminieren. Sie ist wahrscheinlich gerade in dem Moment bei der Polizei. Was? Und dann kommst du auch noch hierher? Was ist, wenn dir jemand gefolgt ist? Du bist an allem schuld. Ich? Ich bin doch hergekommen, um euch zu warnen. Ich würde mir ja selbst ins Bein schießen, oder? Menschenhandel, you know? Wir regeln das. Geh nach Hause. Und kein Mucks zu niemanden. Du hast uns nicht gesehen. Komm, wir müssen das Geld verstecken. Ja, aber wo verstecken wir so viel Kohle? Ihr müsst es irgendwo hinbringen, in ein Lager oder loswerden. Lass das schön mal unsere Sorge sein, Bill. Du kannst jetzt gehen. Na gut, ich verdünnisiere mich mal. Tschüss. Dann lass uns das Geld in eine Kiste geben und wegpacken.
Das kann alles nicht wahr sein. So eine kleine Göre lässt uns Mafiosis auffliegen. Wenn das meine Feinde hören, lachen sie sich schlapp. Ach, ist doch egal, was die labern. Mir ist es aber nicht egal. Mein hart erarbeitetes Geld. Komm, ich nehme das Geld und Gold da raus und du holst diese schwarze Kiste. Wir geben da alles rein. Das musst du mir nicht sagen, das weiß ich selber auch. Mein Schatz. Am besten wir vergraben es irgendwo und wir holen es wieder raus, wenn die Luft wieder frei ist. Jetzt nimm das und lass das verschwinden und sag mir nicht, wo es ist, weil sonst ist die Versuchung zu groß. Mein Schatz. Ja, okay, ich bin gleich wieder zurück. So eine Schande, das schöne Geld. Ich muss es nur gut verstecken, damit wir es auch wiederfinden, wenn der ganze Schlamassel vorbei ist. Mal sehen. Hier könnte... Naja, das ist zu girlyhaft hier drinnen. Ich schau mal weiter. Hey, hier ist eine gute Stelle. Hier wird es niemand finden. Ich leg das schnell dahin. Und wenn mich der Boss fragt, dann sage ich einfach, ich hab's vergraben. Ich bin so ein gewiffter Fuchs. Alles erledigt, Chef. Da wird es niemand vermuten. Sehr gut, mein Junge. Auf dich ist immer Verlass. Hey, ich bin nicht ein Junge. Wie dem auch sei, wir müssen schnell alles zusammenpacken und abhauen. Wird gemacht, Chef. Werde ich gleich erledigen. Ich kann einfach nicht mehr warten, bis er nach Hause kommt. Ich kann Albert beauftragen, uns zur Polizeiwache zu fahren. Ich möchte, dass er im ganzen Land gesucht wird. Er soll nie wieder Fuß fassen können. Und er soll seine gerechte Strafe dafür bekommen. Also sowas, ich bin wieder erstaunt, wie die Menschen sein können. So ein Unheil anzurichten. Und wer ist überhaupt imstande, so etwas zu tun? Ja, wie du willst, Papa, aber du weißt, er muss nach Hause kommen und ich werde dir auch zeigen, warum. Dafür müssen wir aber ins Büro gehen. Das ist gleich da drüben, kommt mit. Aber wundert euch nicht, dort stinkt es nach verfaulten Eiern. Wundert euch nicht, wie es hier aussieht. Wir wussten bis vor kurzem nicht mal, dass er so viel Geld hat. In dieser Kiste hier und in der kleinen da drüben versteckt er es. Oha, da ist auch die Krone, die wir dir extra herstellen ließen. Aus London, von einer exklusiven Firma. Die wollten wir dir zum 15. Geburtstag schenken. Na gut, dass wir alles, was wir verloren hatten, wieder haben. Das Geld ist ein schmutziges Geld. Das will niemand haben. Das werden wir zur Wache bringen. Pff, ich leg das mal kurz ab. Das ist noch nicht mal alles. Er hat noch so viel mehr. Und uns hat er einfach so leben lassen. Und er hat uns nichts gekauft. Und wir hatten nicht immer frisches Essen auf dem Tisch. Ist schon gut, Claire. Jetzt haben wir dich wieder. Wir werden immer für dich sorgen. Schau mal, ich hab hier was. Warte, ich helf dir. Das steht dir rechtmäßig zu, diese Krone. Wow, sie sieht so toll aus. Sie passt ja wie angegossen. Danke, Frau König. Ich meine Mutter. Ich danke dir von Herzen. Wir haben einfach wertvolle Zeit mit dir verpasst, nur wegen diesem Bill. Er soll seine gerechte Strafe dafür bekommen und für immer weggesperrt werden. Schaut mal, hier ist noch mehr Geld. Das werden wir doch mitnehmen zur Polizeiwache, oder Vater? Ja, Albert soll uns hinfahren. Wir werden die Kinder mitnehmen und nicht mehr aus den Augen lassen. Okay, Vati, das ist eine tolle Idee. Ich hole nur Mitzi und Sarah und dann gehen wir. Ihr wartet hier und ich gehe mit Claire und Diana rein und erzählen der Polizei alles. Ist gut, wir warten hier so lange. Kommt, gehen wir, lasst uns keine Zeit mehr verlieren. Guten Tag, Frau Kommissarin. Guten Tag, Eure Majestät. Welch hoher Besuch. Was darf ich für Sie tun? Es ist ein dringender Notfall. Das ist unsere entführte Tochter Claire. Ihr sogenannter Vater Bill hat diese Kinder und sie entführt. Und unsere Tochter meinte, es sind noch zwei Komplizen involviert. Sie müssen diese Schurken finden und fassen und ich möchte, dass sie die gerechte Strafe bekommen. Hier haben Sie die Beweise. Sehen Sie dieses Geld? Oh, das sind sicher 12.000 Dollar. So viel Geld habe ich mein ganzes Leben noch nie gesehen. Ja, ja, wir wissen, Sie werden unterbezahlt. Jetzt machen Sie Ihren Job und finden Sie die Schurken. Jawohl, Eure Hoheit. Wir werden der Sache auf den Grund gehen. Können Sie die Kinder in der Zwischenzeit in Sicherheit bringen? Natürlich können wir das. Und findet die und den Vater. Ich habe ein Hündchen zu rupfen. Kommt, meine Lieben, holen wir die Kinder und gehen. Liebe Kinder, ihr kommt jetzt erstmal zu uns, bis alles aufgeklärt ist und dann sehen wir weiter. Danke von Herzen, Mama, dass wir bei euch wohnen dürfen. Ja, wir sind alle sehr dankbar, danke. Nichts zu danken ist doch selbstverständlich. Ihr Kinder könnt ja gar nichts dafür. Ich bin so gespannt. Nanu, wer läutet denn da? Hallo? Oh, Saya, endlich, Eure Hoheit.
Ich habe mir echt schon Sorgen gemacht. Ist ja gut, Albert, wir sind ja schon da und ich habe ihn mitgebracht. Schau mal, die ganze Familie und unsere verlorene Tochter. Hallo, guten Tag, Albert. Tür zu, es zieht. Freut mich auch, Madame, Sir. Albert, nicht so förmlich. Ich heiße Sam. Danke, Mama und Papa, dass ihr uns aufnimmt. Ich gehe mal in mein Zimmer. Wow, wie toll sieht es bitte hier aus. Ich habe endlich mein eigenes Zimmer. Ja, ihr werdet es euch derweil teilen müssen, bis wir die anderen Zimmer fertig haben und alles vorbereiten für die Kinder. Wir werden euch nämlich zu uns nehmen. Wow, ist das nicht eine tolle Nachricht? Wow, danke vielmals. Danke, danke. Damit haben wir echt nicht gerechnet. Wie haben wir das nur verdient? Ach, ihr braucht euch doch nicht immer so viel zu bedanken. Zentrale, Zentrale, wir sind vor Ort. Das Baby ist in Gewahrsam. Nun komm her, kleines Puppi. Wer hat denn dich denn da ausgesetzt? Sag einmal. Kuli, kuli, kaka. Jetzt bist du in Sicherheit. Okay, gehen wir zurück auf die Wache. Nanu, was ist das da für ein schwarzer Koffer? Seltsam. Warte, ich nehme das mal. Es ist ja gar nicht verschlossen. Warte mal, das geht ruckzuck auf. Das ist sicher das Geld, das sie loswerden wollten, diese Täter. Könnten also nicht so weit sein. Zentrale, schickt Verstärkung. Verstanden. Over and out. Hörst du das? Was sind das für komische Geräusche? Komm, ich leg dich mal Kleines dahin. Ich leg den Koffer da ab. Komm, lasst uns nachsehen. Es wird eh gleich Hilfe kommen. Hallo? Hallo? Polizei! Polizei! Hände hoch! Oh nein, haben wir euch Polizei. Endlich erwischt. Polizei, wir haben nichts getan. Wir sind einfach nur zwei Kollegen, die hier im Keller einfach chillen. Ja, ja, so seht ihr auch aus. Das glaube ich euch gerne. Sofort. Wir haben Beweise gefunden. Ihr könnt nichts mehr dagegen tun. Alles, was ihr sagt, kann jetzt gegen euch verwendet werden. Also passt lieber auf, was ihr sagt. Oh Mann, diese kleine Göre ist wirklich zur Polizei gegangen. Na, warte. Na, du wirst jetzt für lange Zeit niemandem mehr was tun. Kommt, abführen. Hier sind wir. Das wird euer neues Zuhause für eine sehr lange Zeit. Kommt, keine Widerrede. Los, rein mit euch in die Zelle. Sofort. So, und gut verschließen. Wir sollten den Königen vielleicht Bescheid geben, oder? Ja, ich mach das gleich. Saya, es ist ein Anruf von der Polizeistation. Sie haben die Täter. Was? So schnell? Das ging aber fix. Ja, sie sollen zur Polizeistation kommen. Ist Bill auch erwischt worden? Das weiß ich nicht, kleines Fräulein. Ich weiß nur, dass Sie gesagt haben, Sie sollen zur Polizeistation kommen. Dann nichts wie los. Auf was warten wir? Los, lasst uns keine Zeit verlieren. Jetzt haben wir die Schurken endlich. Jetzt werden sie zur Rechenschaft gezogen, was sie alles gemacht haben. Unerhört. Ja, dann nichts wie los. Ich komme mit. Also hier sind wir. Wir sind so schnell gekommen, wie wir konnten. Guten Tag, Frau Kommissarin. Was ist mit Bill? Ich sehe nur zwei. Wo ist der dritte? Ja, wo ist er? Ich sehe ihn auch nicht. Wir haben ihn noch nicht. Und auf was wartet ihr? Warum habt ihr uns dann geholt? Setzt Hebel und alles in Bewegung, um ihn zu finden. Ja, ich möchte, dass wir endlich in Ruhe schlafen können. Jawohl, Eure Hoheit. Ich werde das schnell veranlassen. Aber schnell, sonst flieht er. Er ist sicher schon über alle Berge, wenn er zu Hause merkt, dass sein Geld nicht mehr auf ihn wartet. Jawohl, kleine Hoheit. Komm, gehen wir schnell. Wir holen Hilfe und wir gehen. Oh Mann, ich muss schnell meine Sachen zusammenpacken und abhauen und das ganze Hä? Wo ist mein Geld? Wer? Das kann ja nicht wahr sein. Polizei, aufmachen. Wir wissen, dass Sie hier drin sind. Bill, Sie sind hiermit verhaftet. Wir haben alle Beweise, die gegen Sie sprechen. Leugnen ist zwecklos. Ich hab gar nichts getan. Ich schwöre, ich hab nichts getan. Oh Mann. Ja gut, ich ergebe mich, es bringt ja eh nichts mehr. Los, komm, wir gehen auf die Wache, sofort. Ja, komm schon. Wir haben ihn gefunden. Er wollte abhauen, aber wir haben ihn gefunden und verhaftet. Wir sind genau rechtzeitig angekommen. Luise, es tut mir so leid, Luise. Ich weiß nicht, wie ich das wieder gut machen kann. Sie heißt Claire und wage es ja nicht, ihr zu nahe zu kommen. Oh ja, natürlich, es tut mir wirklich sehr leid. Ich weiß nicht, ich habe nur die Dollarzeichen gesehen, nur das ganze Geld. Ich werde mich selber hier einweisen. Oh Mann, er tat mir jetzt richtig leid, Mama und Papa. Du bist einfach viel zu nett für diese Welt, Claire. Du hast immer noch Mitleid mit ihm, obwohl du weißt, was er dir angetan hat. Er hat dich uns entwendet. Viele, viele Jahre haben wir deswegen verloren. Die Konsequenzen seiner Taten sind nun mal, dass er jetzt die Strafe ausüben muss.
Ja, ich weiß, er hat ja wenigstens Reue gezeigt. Wird sich das strafmildernd auf seine Strafe auswirken? Ich bin leider kein Richter, aber ja, wer weiß. Er hat sich uns auch nicht widersetzt. Frau Kommissarin, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Hilfe. Sie haben wirklich sehr tolle Arbeit geleistet. Nun müssen wir aber zu unseren Kindern gehen. Meine Damen und Herren, willkommen bei der Zeit im Bild. Ich bin Peter Wolf und heute ist ein erfolgreicher und erfreulicher Tag, denn die Prinzessin ist zurückgekehrt. Sie wurde gefunden. Die Schurken sitzen hinter Gittern, wie Sie sehen können. Und da können wir diesen zwei Herrschaften Danke sagen. Danke vielmals, dass Sie unsere Stadt sauber halten. Wie fühlen Sie sich? Es war uns natürlich eine ganz große Ehre, der Königin und dem König zu helfen. Aber es ist natürlich besser, man betreibt nicht so einen Unfug und bleibt lieber sauber. Ihr habt es gehört, meine Damen und Herren. Was ist jetzt mit der Königsfamilie passiert? Wer hätte denn gedacht, dass das so ein Ende nehmen würde, oder? Was sagt ihr? Na Gott sei Dank ist alles gut gegangen. Endlich haben wir so eine tolle Familie. Ja, Mama, Papa. Ach, meine kleinen Mädels. Ein paar Jahre später. Hey Leute, ich habe eine urgute Neuigkeit. Ich wurde aufgenommen in der Universität. Sehr gut, Josh. Super gemacht. Hoffentlich verschläfst du nicht, wie immer. Liebling, komm essen. Ich komme, Darling. Ich eile, ich fliege. Heute ist ein erfreulicher Tag. Gratuliere, Josh. Du hast es geschafft. Du wirst in Berlin studieren. Alle ziehen aus, Papa. Nur wir bleiben mit dir. So ist das Leben, meine Kleine. Jetzt bekommt ihr alleine mein Zimmer. Freut euch. Wir ziehen alle aus und studieren und gehen arbeiten. Und so gab es doch ein Happy End für mich und für meine Geschwister. Wir alle studierten und arbeiteten und heirateten und bekamen Kinder. Und an den Feiertagen kamen wir zu Besuch. Meine Eltern sind einfach die Besten und ich bin so froh, dass ich sie wieder habe. Was sagt ihr dazu? Ich hoffe, euch hat diese Geschichte gefallen. Und wenn ja, dann bitte ein Like dalassen, ein Abo und die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und jetzt möchte ich mich bei ein paar Superfans bedanken, die immer ganz liebe Kommentare schreiben. Danke Malemutig für dein Liebeskommentar, Pusteblume, Havala, Nika und Yara. Danke für eure lieben Kommentare. Und wenn du auch in einem Video erwähnt werden willst, dann lass einfach ein liebes Kommentar und like die Videos, aktiviere die Glocke und lass ein Abo da. Und mit etwas Glück wirst du vielleicht im nächsten Video zu sehen sein. Und jetzt möchte ich mich bei unseren Kanalmitgliedern bedanken. Danke Nina, Murat, Sunflower, Everything Toka und Koira. Dankeschön, dass ihr Kanalmitglieder seid. Ich bedanke mich, dass ihr bis hierher geschaut habt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, schönen Tag noch. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.